Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier beim Spielefestival Dreamhack in Hannover unterwegs und in dem heutigen Video wollen wir herausfinden, was ist eigentlich das Budget eines Zockers im Monat? Also was geben die im Monat eigentlich zum Zocken an Kohle aus? Ich bin wirklich gespannt auf die Antworten, bin gespannt, wie hier so die finanziellen Verhältnisse sind und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Hi. Hi, wer bist du denn? Ich bin Diva aus Overwatch. Natürlich, natürlich bist du da. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin gut ein im Tee. Also du zockst zu Hause privat auch? Ja, sehr viel. Sehr viel. Ja. Das passt ja perfekt zu unserer Frage, denn wir wollen wissen, was gibt man im Monat eigentlich so zum Zocken aus? Ich tatsächlich relativ wenig, aber wenn so... Ey Leute, Adam, wie viel kostet der League Pass? 16 Euro? 16 Euro, also wenn der League Pass draußen ist mal, ja. Bist du gut einem Tee, oder? Genau, mein Name ist gut einem Tee. Also du zockst selber oder bist du nur zum Zugucken hier? Ich bin zum Zugucken hier, genau. Aber zockst privat? Nee, ich gucke tatsächlich nur auf Twitch. Ehrlich? Ja, ja. Also so, ich bin, ich habe einen relativ schlechten Computer. Ja, ja, wir sind auch Gamer, aber die Art, die halt mega cool ist. In dem Video geht es nämlich heute auch so ein bisschen um das Budget eines Zockers. Deins liegt bei? Null. Ja, null. Also ich habe 50 Euro für das Feature bezahlt, damit ist mein Budget sozusagen ausgereift. Also so. Ich zock seit 10 Jahren LOL und ich habe mir noch nie einen Skin gekauft. Also, zero. Du gibst kein Geld zum Zocken aus? Nee, das Spiel ist umsonst und ich stecke so viel Zeit da rein. Manchmal denke ich, die sollten mir was zahlen, ehrlich gesagt. 20 Euro oder so? Also das geht ja. Ich glaube, ich gebe nicht so viel aus. Ich habe keine Abos oder sowas, also ich spiele nicht WoW oder sowas, aber... Okay, das ist ja überschaubar. Jo. Und du? Also ich spiele eher so kleinere, cozy Spiele und die sind nicht so teuer. Also wenn ich mal Monate habe, wo ich was spiele, dann vielleicht so 5 Euro. Kommen die aus Hannover? Oder seid ihr extra irgendwo... Ich komme aus Dresden. Dresden? Genau. Die schönste Stadt Deutschlands. Muss ich wirklich sagen. Also Dresden ist wunderschön. Das ist wirklich schön, ja. Da kann absolut. Man sagen. Ja. Das würde man in den Urlaub fahren, wenn man nach Hause kommt. Ja, das könnte fast ein Werbespruch für Dresden sein. Auf jeden Fall, ja. Kommt auf den Monat drauf an. Auf den Monat? So. Sag, reden wir mal vom starken Monat. Ja, also so an Weihnachten knapp 150, 200 Euro im Monat vielleicht. Aber es gibt auch Monate, da gibt man gar nichts aus. Also ich muss sagen, ich habe früher echt viel investiert, vor allem in LOL. Aber ich habe irgendwann gesagt so, das ist ein Cut, das ist irgendwann zu viel geworden. Deswegen ist bei mir eigentlich aktuell sehr auf Sparflamme. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe keins. Hast keins? Wenn ich was will, kaufe ich es, sonst lasse ich es bleiben. Okay, das heißt 0 Euro. Ja. Das ist echt sparsam. Ja. Was ist denn deine Aufgabe hier? Ich gucke, dass nur die Leute, die hier reingehören, hier reinlaufen. Ja, also eine ganz wichtige Aufgabe. Mega. Zockst du selber privat auch? Ja, ein bisschen, ne? Ja, ja. Was gibt man im Monat so aus an Geldbeträgen? 150. 150? Vielleicht ja. Ehrlich? Ja. Highscore, Glückwunsch. Dankeschön. Was machst du, wenn jetzt hier einfach einer sich hinsetzt? Tackelst du den weg oder hast du da irgendwie... Kein Problem. Der Bizeps ist da, ne? 50, 100 könnte schon mal sein. So. Ehrlich? Ja, aber mehr nicht. Aber dann gehörst du hier tatsächlich heute mit zu den höheren Kandidaten. Oh, okay. Wir hatten einen mit 150, den knackst du nicht ganz, aber die restlichen sagen immer so, ja, eigentlich bezahle ich gar nichts. Ja, die kaufen auch nicht. Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin Zustellerin. Ja, scheinbar verdient man da gutes Geld. Anscheinend ja. Freund? Weit weg. Weit weg, das heißt, du hast keinen? Doch. Doch. Was heißt aber weit weg? Der ist in Thailand. Der ist in Thailand? Ja. Ohne dich? Ich flieg nächsten Monat hin. Hast du gerade eine Bank überfallen, oder was? Nee, eher das Gegenteil. Ich kämpfe eher fürs Gute, dass ich der Medic bin. Aber nee, keine Bank gefallen. Was machst du so? Ich laufe über die Dreamhack, beziehungsweise ich habe heute den ganzen Tag und gestern auch schon den ganzen Tag vor der Dreamhack gestanden. Da mache ich Street Talk und interviewe Menschen, die auf die Dreamhack gehen. Und wenn es die Dreamhack gerade nicht gibt, wo bist du dann zu finden? Dann bin ich auf Twitch, auch mit einem Street Talk-Konzept tatsächlich, aber live. Und stehe ich in der Fußgängerzone und ich mache eine Call-In-Show. Können die Leute anrufen und mit mir quatschen. Hallo. Was machst du hier? Ein bisschen rumlaufen, ein bisschen was zeigen. Unterschiedlich. Unterschiedlich. Also mal von 20 Euro bis 100 bis 200 Euro. Ehrlich, kann auch mal 100 bis 200 sein. Ja. Boah. Da muss aber dann dafür auch natürlich gespart werden. Das heißt, Gaming und so ist gar nicht so dein primäres Thema? Ja, ich habe vielleicht auch schon mal ein bisschen Valorant gespielt, aber ich bin auch zu gut. Keiner will mit mir, ja, ich habe es erfunden. Was willst du machen? Ja. Bei uns geht es darum, herauszufinden, was die Leute so an Budget haben, monatlich zum Zocken. Ja, 20 Euro.
Nein. Um wirklich mal ein neues Spiel zu holen. Das ist relativ entspannt. Ich bin halt auch sehr penibel, was das angeht. Also es muss wirklich auf den ersten Blick, es muss einfach passen. Ist das bei allen Dingen so? Ja. Okay. Viel Spaß. Wer bist du denn? You are with the back-to-back 1993, 1994 Blockbuster Video Game Champion. Really? Yeah. Herzog on Tour. Ja. Habe ich aber tatsächlich noch nie gesehen, gehört. Das ist, Ich muss da unbedingt reinfolgen. Leute, folgt okay, rein. Okay, warte, Herzog wir machen Tour. Das nochmal anders. Du sagst, wir kommen nochmal rein. Herzog on Tour. Fantastisch. Folgt alle rein bei Herzog on Tour. Herzog! 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 Where are you from? No, I just a cosplay. I'm a big fan of the Dr. Disrespect. I come here from Poland. Poland? Yeah. I'm enjoying this very much. Yeah. Okay. I saved my car. Lamborghini! Yeah. Hallöchen. Hallöchen. Wer bist du denn? Yamamoto. Natürlich. Ja. Was machst du hier? Für was bist du hier zuständig? Ich bin Distributions in Platforms, also in Sales quasi. Kundenberatung. Ich bin so Ansprechpartner für die Platforms halt. Okay. TikTok. Kennt man, ja. Zockst du selber auch? Ja, ein wenig, aber nicht mehr so viel. Vor vielen Jahren noch sehr viel League of Legends gespielt, auch Diamond gewesen, aber man wird alt, man hört auf irgendwann. Man sieht's. Ich zocke auch selber. Was zockst du so? World of Warcraft, Warzone. Okay. Klassiker. Wir wollen nämlich heute eigentlich herausfinden, was Zocker so im Monat eigentlich an Budget haben fürs Gaming. Und? Minus 5 Euro. Minus! Zumindest das Abo für WoW. 12,99 €. 12,99 €. Ja, gut. Okay. Aber ich brauche mehr auf Skins. Das war's hier von der Dreamhack in Hannover, dem Gaming Festival. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Teilt es unbedingt an eure Freunde. Vergesst auch nicht, das Video natürlich zu liken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, eine gute Zeit.